Hallo liebe Freunde, sehr gegrüßt. Heute war super Vollmond, das heißt 14% größer als sonst und schon irgendwie 20 Jahre nicht mehr so groß wie jetzt, sondern 25, ich weiß nicht. Jedenfalls ein richtig klasse Vollmond und natürlich faste ich heute. Ich bin richtig gut drauf, habe noch gar nicht geschlafen, habe die ganze Zeit gearbeitet, war richtig toll. Und jetzt gibt es einen, wie ihr seht, Wassermelonen-Tomatensaft. Beide haben diese rote Farbe und die passen ganz toll zusammen. Ja, ich habe das ausprobiert mit Farben jetzt. Hier ist ein bisschen grün dabei, wird ein bisschen bräunlich, aber das macht nichts. Und natürlich sind da viel mehr Nährstoffe drin. Tomate ist ja auch ein bisschen was Grünes dran. Manche schneiden das ja ab. Ich aber nicht. Alles gesund, alles lecker. Im Maßen. Und jetzt werde ich das mixen in den Safter. Also entsaften, dabei mixen und genießen. Und bis gleich, wenn ich entsaftet habe, dann zeige ich euch, wie es schmeckt. Der Saft ist fertig. Und ich glaube, er ist ganz gut geworden. Muss mal kosten. Ich kann mir vorstellen, noch einige andere Gewürze oder Früchte könnten ausgezeichnet dazu passen. Mal schauen. Tomate und Wassermelone ist eine sehr gute Kombination. Schau mal, wie er aussieht. Das ist leicht rosa, altrosa hier. Ganz leicht. Und auch eine Cremigkeit hat er. Ja. Schönes Säftchen. Sehr nah, sehr leicht, sehr frisch. Ja. Und bei dem zurückkehrenden Sommer, kurz nach Herbstanfang, war ja schon Sommersonnenwende für den Herbst, letzte Woche. Richtige Sommeranfang, so ein Herbstanfang ist er, ich glaube, in drei Tagen erst oder so. Aber ist nochmal Sonne geworden hier. Ja. Und ein guter Tag, um eine Wassermelone aufzubrauchen. Viel Freude beim Fasten, wenn ihr heute fastet. Und viel Spaß.